tanze ja fast immer durch die Stadt. Ich habe jetzt in den Corona-Zeiten auch immer meine Laufstrecke gehabt und da war der Schrittmacher immer meine Kopfhörer und bin dann mit der Musik durch die Stadt gegangen. Da haben manchmal auch die Leute gedacht, ey, hat der Alte nicht alle Latten am Zaun? Die sehen, wie ich vielleicht untypisch in meinem Alter irgendwie mein Leben lebe und wie ich damit umgehe, mit bestimmten Situationen, wie neugierig ich auch auf das Leben reagiere. Ich hoffe, es gibt noch mehr von dieser Sorte wie mich. Hausmusik und Techno in den Clubs, wo es laut ist und wo es rattert und wo es knallt und wo ekstatisch irgendwie die Menschen sich bewegen. Hätte ich auch nie gedacht. Früher habe ich immer mal meiner Tochter gesagt, wenn sie Musik zu laut hatte, ey, kannst du die mal ein bisschen leiser drehen oder so. Und heute weiß ich, dass das so Energieboster ist. Mein Jüngerer, also der ist jetzt auch nicht mehr Jüngere, der ist jetzt 20, der hat dann immer irgendwie doch schon in der Schule dann immer mal ein bisschen mit angegeben, hier, mein Opa möchte ein Autogramm haben oder so. Und der fand das natürlich toll. Aber meine Enkelkinder irgendwie, die freuen sich darüber, dass Opa das macht, was er tut und Freude daran hat. Und darum geht es ja eigentlich auch im Leben. Der Sound der Haus- und Technomusik ist ja mein Herzschrittmacher. Also ich hoffe, dass die noch lange den Takt und den Ton angeben in meinem Leben. Ja?